Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord und unserer zweiten Staffel mit der bereits 108. Folge. Heute am 31.01.2021 vorproduziert, dementsprechend noch mit der zu dem Zeitpunkt aktuellen Version. Außerdem natürlich auch noch von Rassgemüts Deutschmod, die zu dem Zeitpunkt aktuelle Version. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Sowanna. Sowanna hat nämlich am 26.02.2020 ein Abo dagelassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Herz Nummer 167. Der Timer wird gestartet. Ein kleines bisschen palabern werde ich jetzt noch, bevor wir hier loslegen. Ich habe heute echt fast den halben Tag versucht, zwei Mods zu installieren, die eigentlich echt cool sind. Aber ich kriege sie nicht zu laufen. Weil, das ist jetzt meine Prognose, sie sind einfach für ältere Versionen des Spiels geschrieben worden. Und das war noch bevor die gesamte Organisation in den Ordnern von der Spieldatei anders gemacht wurde, sodass man dann halt bei den Mods selber auch nochmal anders programmieren müsste. Und bevor ich das alles irgendwie versuche umzuschreiben oder den lieben Ghost frage, ob er das macht und so, obwohl es eine gute Idee ist, weil er kann das bestimmt, dachte ich mir, nee, ich lasse es mal lieber sein, bevor ich mir jetzt irgendwie den gesamten Spielstand zerschieße oder was auch immer. Was ich probiert hatte, war einmal Wives Recruiter. Zum Thema Wives Recruiter habe ich festgestellt, eventuell brauchen wir diese Mod sowieso bald nicht mehr. Also entweder ich würde zurückpatchen auf die Version 1.3.0, was natürlich kontraproduktiv wäre. Oder aber, wenn ich mir dieses Tooltip hier angucke, Garnison, erwartete Änderungen 0. Wir erinnern uns noch an Warband. In Warband hatten wir einen Marshall. Dem Marshall konnten wir sagen, rekrutiere Leute. Kriegst du uns so viel Geld von mir dafür? Und dann hat der Leute losgeschickt, die halt in den Dörfern, Städten, ringsherum dann Leute rekrutiert haben. Wives Recruiter war dazu ausgelegt, dass du sagen konntest, pro Stadt, pro Schloss oder Burg, nicht Schloss, sagen konntest, du kriegst jetzt 500 Gold, 1500 Gold oder 3000 Gold. Du sollst mir Leute rekrutieren aus der Fraktion so und so. Also du konntest sagen, Kusaid, Aserei, Kaiserreich, was auch immer. Konntest du dem sagen und die sind dann wirklich losmarschiert, so wie wir das aus Warband kennen. Und wenn ich mir das jetzt hier aber angucke, erwartete Änderungen 0, dann rechne ich doch fest damit, dass die Entwickler das auch wieder implementieren werden. Hoffe ich zumindest. Gut, und dann hatte ich noch die Party-Screen-Mod, die dafür sorgte, dass man hier bei der Truppe eine automatische Sortierung drin haben konnte. Man konnte zum Beispiel sagen, bitte von Tier 1 bis Tier 6 oder 7 automatisch durchrekrutieren. Machen wir außerdem Gruppen aus Infanterie, Kavallerie und Bogenschützen, damit halt dieses ständige Durcheinander, sobald du irgendwo in einem Kampf drinne mitgeholfen hast, nicht ständig wieder drin ist. Ne? Beziehungsweise, wenn du gerade frisch jemanden ausgehoben hast, aufgewertet hast, was auch immer, der ist, hat leider auch nicht funktioniert, denn da ist die Version noch älter, wenn ich das richtig gesehen habe. Auf jeden Fall kriege ich das Spiel jetzt wieder zum Laufen, nachdem ich jetzt nochmal neu installiert habe, nachdem da alles irgendwie schief gegangen ist. Und ja, ich hatte eigentlich vorgehabt, dass ich so einen Recruiter losschicke und dann unseren Bruder mit den frischen Rekruten ausstatte. Denn unsere Stadt selber hat ja momentan eher so Nahrungsprobleme aufgrund der Garnison. Das wäre schön gewesen, hier einfach mal 100 neue Rekruten reinzuballern und dann noch schön das Trainingsgelände aufzubauen, damit diese frischen Rekruten erstmal schön upgraden können. In der Zeit, während wir hier vorne versuchen, die Stellung zu halten und unser Bruder eventuell sogar noch mitwirken kann mit einer zweiten Armee. Schrägstrich hätte man sagen können, Bruder, du und ich, wir machen jetzt eine Armee, damit wir doppelt so viele Männer sind. Aber ich glaube sogar, er kostet mich sehr, sehr wenig bis gar keinen Unterhalt im Zusammenhalt. Und vor allem kostet er mich ja keine Einflusspunkte, wenn ich ihn dazu hole, weil er gehört meinem Clan an. Ne? Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt legen wir mal los hier. Ich werde den Timer nochmal neu starten, weil ich habe jetzt viel gelabert. Machen wir dementsprechend jetzt eine Überlänge in dem Punkt. Ja, 33 Minuten können wir ungefähr hin. Ich würde jetzt gerne hier mal helfen bei der lieben Asta. Einfach nur noch wieder ein bisschen, um Punkte zu machen. Also, um es beliebt zu machen bei ihr. Eventuell könnten wir auch noch Lukan vorher erwischen. Der reist mit 3,1, ich mit 5,0. Eigentlich müsste ich ihn erwischen. Ist die Schlacht schon im Gange? Noch nicht, ne? Noch wird belagert, oder? Schließt sich da an. Ich glaube, das ist schon... Nee, doch noch nicht, okay. Nee, dann gehen wir da wieder raus. Jetzt bin ich wieder unorganisiert, wa? Verfugtische Ise. 3,7. Ich würde gerne erst noch Lukand jagen und mich dann der Schlacht anschließen direkt, also der Belagerungsschlacht. Komm mal her hier. Komm mal ran auf den Meter. So, jetzt überhole ich dich. Kannst du mal sehen, du. Lukand, Mensch, alter Odin, du mit deinem blinden Auge. Plus 5, okay. Machen wir mehr draus. Lukand ist, glaube ich, sogar ein Anführer, wenn mich nicht alles täuscht. Warte mal. Clan-Anführer? Doch nicht, das ist Ospir. Verfluchte. Ich weiß gar nicht, ob sich das wechseln kann zwischendurch. Clanstufe 4.
Schade, dann brauche ich nicht zu versuchen zu überreden. Genau, sagt er mir jetzt, musst du mit Ospi reden. Schade eigentlich. So einzelne Mitglieder aus dem Clan herauszuziehen wäre auch noch was Schönes. Außerdem hatte mir der liebe René Brose noch was geschrieben, aber dazu komme ich gleich noch mal zurück, wenn wir mal irgendwo sind, wo wir rekrutieren können. Ja, also ich würde sagen, wir starten heute mal mit einer Schlacht. Dann gibt es vielleicht noch eine zweite Schlacht. Eventuell muss ich den Hinweis von dem lieben René noch in der nächsten Folge reinballern. Moment. Kaffee trinken, solange er noch warm ist. Übrigens zum Fotomodus. Ich finde den nicht ganz so schön, ehrlich gesagt. Ich habe mich mal damals so ein bisschen durchprobiert. Klar, man kann sich dann die Schlachten von oben angucken, so ungefähr so, wie wenn man gestorben ist. Aber gleichzeitig kriegt dann halt die KI automatisch die Befehlsgewalt über meinen Charakter. Und irgendwo finde ich es nicht ganz so authentisch, ehrlich gesagt. Weil wenn ich schon hier drin steuern möchte, dann möchte ich halt auch dementsprechend direkt im Spiel sein und mitsteuern, ne? Ist zwar manchmal praktischer, wenn man es anders hat. Es gibt auch noch eine andere Mod, die ist irgendwie so, dass man das so spielt wie bei Total War. Ja, finde ich nicht ganz so authentisch, ehrlich gesagt. Denn es geht ja darum, dass wir uns versuchen, hier zu behaupten, indem wir selbst direkt im Felde stehen. So, hier kommt mal dahin. Wir haben nicht wirklich einen Hügel, ne? Na doch, eigentlich schon. Mach mal den. Die Kavallerie bleibt dahinter stehen und wird dann dementsprechend gegenchargen können. Wir machen eine leichte versetzte Front. Kommen sie auf uns zu oder bleiben sie da hinten stehen? Ah, sie verbarrikadieren sich da anscheinend. Oh, schön verschwommen. Moment. Wenn ich jetzt so stehe, dann ist es nicht... Ach, ist ja interessant. Wenn ich so gucke, ist der... Oh, was, die schießen schon von da aus? Die ist Wahnsinns. Da ist wahrscheinlich wieder irgendwo so ein einzelner Reiter, der das macht. So, ihr kommt schon mal dahinter. Laufen wir schon mal vor. Ah, da drüben auf dem Hügel wollen sie sich verbarrikadieren. Müssen wir mal gucken, ob wir eine vernünftige Position einnehmen können. Ohne, dass die uns da auf die Köpfe schießen können. Ach, wir haben hier eine Straße, sehe ich gerade. Na ja, dann kommen hier die Bogenschützen hin. Ihr folgt mir. Kavallerie, da haben wir einen Sumpf. Kavallerie geht mal ganz weit außen links hin. So, wir erinnern uns, wir haben jetzt mittlerweile auch einige Gefährten umgesteckt sozusagen, also in verschiedenen Abteilungen gesteckt. Unter anderem sind, glaube ich, auch zwei noch als Kavalleristen drin. Ach, hier ist ein Fluss. Ah, das erklärt so einiges. Ich würde sagen, ihr kommt hier hin, macht dann aber ein Schild mit rein. Ich frage mich gerade, wo die Spielmusik schon wieder hin ist. Ich habe die nicht weggenommen, ich schwöre. So, und die wiederum... Na, jetzt immer, wenn ich am Baum dran stehe, ne? Ihr sollt einfach nur hier hinterstehen, ein bisschen erhöht, damit ihr auch darüber schießen könnt. Genauso wie ich das gleich machen werde. Sobald meine Jungs über den Fluss sind. Wow, das war knapp. Hört auf zu schubsen, geht da erstmal rüber, fangt das Feuer auf, lenkt das Feuer auf euch und wir schießen zurück. Oh, schön daneben. Der war zu kurz sogar. Ja, aber noch ein kleines bisschen zu kurz. Boah, der geht aber schön daneben, Alter. Ich will den General erwischen, verdammt. Jetzt zeig irgendwas getroffen. Kavallerie steht schon bereit. Das ist grundsätzlich schon mal gut. Kommt eh hier schon mal vor. Ich gehe jetzt auch mit dem Schild, weil. So. Da kommt ordentlich Feuer rein. Aber da können wir vielleicht gleich entgegenwirken. Boah, ist der genau in dem Moment ausgewichen, der Sack. Ich hab's doch nicht, ey. Boah, der geht aber auch ganz schön daneben, der Schuss. Sag mal, was ist denn mit meinem Bogen los heute? Das ist wahrscheinlich immer ein bisschen zu früh los, ne? Oh, zu kurz. Der war sogar minimal zu lang, habe ich das Gefühl. Hm. Ich meine, wir könnten auch stänkern. Kommt hier mal alle dahin. Wir halten hier noch ein bisschen aus, ist kein Thema. Und im richtigen Moment ziehen wir noch unsere Kavallerie dazu. Na, hört doch auf, jetzt hier durchzulaufen, Mensch. Ach. Schilfer geht ein Stück nach vorne. So. Wäre auch schön, wenn ihr alle schießen würdet. Was ist los mit euch? Und wie schießt nicht jeder von denen? Geht mal da so hin. So. Könnt ihr jetzt alle schießen? Nicht so wirklich, ne? Hm.
hätte die gerne ein bisschen provoziert, dass sie kommen, aber irgendwie kommen sie nicht. Oh, zu kurz. Da, man hat einen schönen Kopfschuss verteilt, sehr schön. Ich will natürlich auch jetzt nicht unbedingt wieder Bogenschützen verlieren und alles, ne? Hm. Ziehen wir die mal ein bisschen vor, die Jungs hier. Nimmst du bitte mal... Ach, okay, wenn ich gerade die Jungs auswähle, kann ich nicht meine Waffe wechseln. Das ist mir neu gewesen, ehrlich gesagt. Ja, willst du das wissen, ja? Ja? Komm her hier, komm. Komm doch, komm doch. Denkste. Ey, du da. Ja, leider musst du Pferd getroffen. Komm her hier. Hallo. Ja, von hinten gibt's kein Kinder, ey. Wie oft soll ich das nur sagen, ey? So, ziehen wir die jetzt nochmal da oben hin, dann können sie hoffentlich besser schießen. Unsere Kavallerie geht's noch gut, ja. So, wenn ich jetzt nur noch 6 Schuss habe, probieren möchte ich es trotzdem. Das war doch ein guter Treffer. Auch wenn der eigentlich woanders hingehen sollte, aber egal. Jawohl. Schön rein da in die Menge. Ich lasse tatsächlich immer ein kleines bisschen zu früh los, habe ich das Gefühl. Gut. Damit habe ich keine Munition mehr. Na gut, dann würde ich sagen, ihr folgt mir. Schilde hoch, Männer. Ach, hier kommen sie schon von selbst. Okay, na dann, Nein, das waren die Falschen! Fuck! Ja. Nach vorne, Männer, nach vorne, Männer! Ah! Dammit! Das hab ich verkackt. Ja, das habe ich jetzt blöd gemacht. Okay. Na dann, chargen wir mal eine Runde. Ja, bitte nach vorne, Männer. Und jetzt aber Charge. Na, ah, da kriegen wir jetzt von der Seite drin, natürlich. Ich habe irgendwie schon lange keine Schadensmeldung mehr da oben gesehen. Ah, jetzt. Zack. Aua. Ja, hier. Der Typ da genau neben mir steht, ne? Okay. Ey, hier ist auch noch einer. Hey, du da. Geht doch. Ey, du da bist auch noch rot. So. Ich mach mal auch noch rot und tot. Zack. Du bist meiner. Gut. Definitiv überrannt. Ich habe jetzt irgendwie noch nicht so wirklich Verluste auf meiner Seite gesehen. Vielleicht haben wir sie wirklich wortwörtlich überrannt. Hm. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Ton auch wieder passt, denn gleichzeitig hatte ich nach dem letzten Stream am Freitag, habe ich noch mit ein paar Leuten aus dem Studio-Aktiv noch ein bisschen Cossacks 3 gezockt und da ist dann mein Headset, der Akku leer gewesen. Und dann habe ich ihn während des laufenden Spiels rausgezogen und dann auf einen Schlag hat mein Mikrofon angefangen rumzuspinnen. Warum auch immer. Weil sonst spreche ich ja immer direkt über dieses Mikrofon hier und mit dem Headset hat das gar nichts zu tun eigentlich. Aber auf einmal hat es mir die ganzen Settings zerschossen. Oh. Aha. Das gab gute Erfahrung, finde ich. Ruhm und Einfluss. Hm. Gut, ich habe wenig Rekruten gesehen bei ihm. Vielleicht deswegen. Ansonsten nur Verluste, sehr schön. 12 Leute aufgestiegen und ich selber habe geskillt. Einhand und Bogen. Hier wurde Armbrust geskillt, hier wurde Bogen geskillt. Leider habe ich wieder keine Athletik geskillt. Und sehr viele Leute wollen jetzt aufsteigen, das ist gut. Nur 500 Gold krieg ist natürlich schwach. Du kannst gehen. So, sind wir bei plus 10. Ich glaube, jetzt nochmal 5, dann ist er mein Freund, ne? Je mehr Freunde, desto besser. Denn wir wollen ja, wie gesagt, so langsam aber sicher mal in Richtung eigenes Königreich hinsteuern. Die wollte ich zu Linienbrechern machen, hatte ich gesagt. Außerdem ist mir gerade aufgefallen, vielleicht habe ich mich aber auch nur getäuscht, dass die Linienbrecher diesmal nicht vorne gestanden haben, sondern wirklich, wie sich das gehört, erstmal hinten stehen. Bogenschützen musste ich wieder nachfüllen, ne? Genau, da haben wir jetzt gerade nur 17 Leute. Oh. Das ist jetzt verführerisch. Wir werden dann auch bald wieder zurücklatschen und die Garnison wieder umtauschen. Dass ich die Starken erstmal wieder an die Garnison gebe. Oh, unser Bruder ist auf den Deckel gekriegt. Die Starken wieder an die Garnison gebe und dann wieder versuche, ein bisschen selber nachzurekrutieren. Anders geht's ja leider nicht. Außer ich sag meinem Bruder, er kriegt eine eigene Truppe. Das ist jetzt sehr verwirrend. Wie viel können wir denn noch? Wow, 3. Okay, ja, ich meine, wenn wir sie schon mal haben, dann haben wir sie. Und dann nehmen wir jetzt noch einen Waldläufer mit. Der wiederum wird ja dann auch nochmal zum Bogenschützen gemacht. Und dann haben wir da schon mal 18 immerhin.
Ich würde gerne noch mehr mitnehmen, aber kann ich nicht. Dann rennen sie mir wieder weg. So, hier können wir auch nochmal aussortieren. Hast du hier noch mehr Sturgeier dabei gehabt? Tatsache. Oh, die Otroki. Ich glaube, da werde ich mal zulangen. Ach ja, ich wollte ja hier noch eigentlich umsortieren, ne? Verflucht noch eins. Die normalen Rekruten haust du mal raus. Die vlandianischen Bogenschützen, Scharfschützen ebenso erstmal. Dafür nehmen wir jetzt mal zack, zack, zack mit. Die auch nochmal. Sturgische Speerträger. Ach, das sind wieder die Miliz-Speerträger, ne? Ne, die kannst du behalten. Hier haben wir noch einen Waldläufer. So, wie viel können wir jetzt noch? Da geht noch ein bisschen. Was hast du denn hier sonst noch? Eigentlich nicht so wirklich das, was ich gebrauchen könnte. Nö, dann nehmen wir von den Scharfschützen. Wo sind denn die jetzt hin, die Scharfschützen? Hier oben. Füllen wir damit wieder auf. Die können wir wieder gleich verkaufen. So, zack, zack, zack. Genau richtig. Gut. Da ist mal ein vlandianischer Sprinter dabei. Das ist ja vortrefflich, ist das. Leben muss ich noch verkaufen gehen, stimmt. Drei Schlachtrösser, sehr schön. Da freut sich dann gleich meine Kavallerie, wenn wir soweit sind. Ein Zwölfer, da hatten wir überall schon bessere, möchte ich meinen. Exakt das, ja. Ja. Obwohl, welche Rüstungsstufe? 4. Ja, ich glaube, die hatten irgendwie alle das gleiche bekommen, hier mehr oder weniger. Okay. Dann, und hier? Da ist noch eine Franziska dabei. Du kriegst die Franziska. Ja. Die kannst du zur Not sogar nochmal als Axt benutzen. Das habe ich mich voll vergessen gehabt, ne? Das eine Mal in der einen Folge, die jetzt vor kurzem online ging, dass ich ihm immer eine Lanze gegeben habe, obwohl er gar kein Stangenkämpfer ist. Nicht so wirklich. Und dass er eigentlich mehr der werfende Typ ist. Der Umwerfende. So. Und Bolzen ausgewogen, ohne Durchbrechungsschaden, brauche ich gar nicht zu gucken. Hier haben wir noch ein Viererschild. Machen wir natürlich wieder mal gemeinsam, liebe Leute, weil ihr wisst ja, es gehört einfach dazu. Achso, der habe ich ja gar kein Schild gegeben, stimmt. Oh ne, dann denke ich, würde es das gewesen sein. Waffenmäßig ist auch nicht wirklich der Renner dabei. Kann ich ja wieder einschmelzen, okay. Nichts vergessen, nichts vergessen. Yippie, ja, hey. Gut. Dies war das eine. Du bist immer noch nicht im Kampf, ne? Wir gucken mal, ob sie im Kampf ist, wenn wir rangeritten sind. Nö, immer noch nicht. Dann gehen wir mal kurz hier nach Seordas. Ich will euch nur mal was zeigen. Ich habe nämlich einen riesen fetten Irrtum gehabt die ganze Zeit. Das hier unten ist nicht irgendwie eine Anzeige, die mir sagt, so und so viele Leute kommen dazu. Oh, guck mal hier. Wen haben wir denn da? Normal rekrutierbar. Zack. Er sagt mir hier jetzt, es wäre ein Mann mehr, aber nicht in Klammern. Und es wäre 3 Gold, die da kostet. Die Goldkosten sehe ich hier nicht, ne? Dummerweise, nee. Der würde mich jetzt 3 Gold kosten. Das ist damit gemeint. Ich habe das immer falsch verstanden. Peinlicherweise auch direkt so an die Entwickler geschrieben und gleich nochmal eine E-Mail jetzt hinterher, nachdem der liebe René Brose, von dem ist der Tipp nämlich gekommen, gleich nochmal eine E-Mail hinterher geschrieben. Oh, sorry, das war mein Irrtum. Oh, fuck, hier müsste man sich echt mal gut stellen. Die Stadt selber, die gehört eigentlich zu Kranirok, oder? Obwohl, nee, diese könnte auch hierhin gehören, dass Kranirok nur ein Dorf hat. Oder Dorf, nicht Stadt. Wo steht denn das nochmal? Gehört zu Fan Graffendock. Ach so, ja klar, wir sind ja... Ah, okay. Okay. Festung Utelheim, also die hier ist das. Schade. Ach, dann hat die hier nur ein Dorf, die Festung? Nee, Kranirok und Ismilkork. Ach, hier unten, oh! Das ist ja ein bisschen blöd verteilt, ne? Oh, der Kampf ist losgegangen. Nee, doch nicht. Na gut, dann gehen wir mal nach Omor. Würde ich sagen. Den die Zeit haben. Ah, jetzt geht der Kampf los. Ja, ernsthaft.
Okay, dann würde ich sagen, wir speichern. Da hat jemand geheiratet, das Kind von Justian ist, wurde auch geboren. Ja, schön, dass sie alle schon Kinder bekommen. Meine Frau ist irgendwie unfruchtbar, habe ich das Gefühl. Meine Svana. Na gut, dann machen wir jetzt mal den hier. Helfen wir hier mal. 100% haben wir, sehr gut. So. Ja klar, wir haben eine deutliche Übermacht. Mir geht es halt wirklich nur darum, dass ich mich bei den Leuten, die jetzt hier dran teilnehmen, dass ich mich bei denen noch ein bisschen einschleimen kann. Auch noch ein kleines bisschen Erfahrungspunkte mit abbekomme. Ein bisschen Beute vielleicht noch. So. Eieieiei. Meine Nicht-Lieblingskarte. Aber das erste Mal, dass wir die auch bei Tageslicht haben, ne? Ja gut. Ich würde sagen, da ich ja meine Männer steuere, werde ich versuchen, mich mit meinen Leuten hier lang zu schleichen. Oder ich lasse meine sogar hinten stehen und übernehme das Katapult. Da hätte ich mal Bock drauf. Darf ich jetzt hier meine Leute verteilen? Ja, darf ich. Das finde ich gut. Wisst ihr was? Dann sagen wir jetzt 3. Wo war nochmal der Befehl? hier? Nee. Doch, übertragen F5 in die 1 und zwar alle. So. Dann machen wir die 4 ebenso in die 1 übertragen annehmen. Dann sagen wir die 5. Wir haben sehr wenig Bogenschützen jetzt hier dabei, aufgrund meiner Begrenzung. Die soll hier in die 2 reingehen und die 6 ebenso. Übertragen in die 2. Das hat nicht funktioniert. Da, okay. Ja, alles klar, Robin. Ist ja okay. Hier nochmal zack, zack. So muss ich das machen. Ich habe mich gerade auf die 2 gedrückt und nicht geklickt. So, damit haben wir dann nämlich einmal die Leute und einmal die Leute. Sehr, 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 sehr wenig Bogenschützen. Ich würde sagen, ihr stellt euch hier auf. Hier. Warum kann ich euch... Ah, jetzt. Dann macht ihr aber bitte noch eine lose Formation. Die soll mir auch ein bisschen helfen, das Katapult zu bedienen, aber ich würde es halt gerne immer schießen, wenn es geht. Vorausgesetzt, ich werde nicht wieder weggenatzt. Und ihr wiederum... Ja, nehmt ihr halt den Turm hier. Warum macht denn der das nicht hier? So. Aber in Schildwallformation bitte. Danke. Wo starte ich? Wo bin ich? Wer bin ich? Was mache ich hier? Ich bin hier drüben, wa? Bin ich das? Dummerweise ja. Oder? Nee, das ist ein anderes Banner. Wo bin ich denn? Oh, cool. Hier sieht man sogar das eigene Lager mittlerweile. Interessant. Jetzt tun wir so aus. Neugier? Nee, okay, geht nicht. Aber wo bin ich, verdammte Axt? Vermutlich irgendwo hier drin, also muss ich jetzt nach oben links marschieren, nach oben links rennen. Ah, okay. Na gut, dann Angriff beginnen. Ja, mittendrin im Schildwall, natürlich. Warum auch nicht? Dann bin ich ja mal gespannt. Dann versuchen wir mal gleich vorne die Mauer niederzumähen mit dem Katapult, wenn es geht. Und nach Möglichkeit natürlich noch versuchen wir da oben diese Balliste wegzumachen. Obwohl, die kann gar nicht rüberziehen auf den Geschützturm. Auf den Belagerungsturm, was natürlich sehr gut ist. So, was macht ihr da vorne? Ihr macht wieder mal nicht die Sachen, die ich euch eigentlich gesagt habe, ne? Wo ist das Katapult? Da drüben. Achso! Meine sind da hinten. Alles klar! Infantry. Okay. So, fliegt schon das erste und sogar Anti-Infanterie-Beschuss. Sehr schön. Ihr dürft auch schießen, wenn ihr wollt. F3 ist schon aktiviert, okay. Lass mir mal ran da. So, ihr ladet nach und ich ziele und so, ne? Oh, er hängt hier ein bisschen fest. Ich hoffe, ich schleudere ihn jetzt nicht gleich mit. So, dürfte ich bitte mal... Hallo? Alter, lass mich ran da jetzt. So. Ich dachte eigentlich immer, dass man links stehen muss, um das Ding zu steuern.
Aber nee, ich muss dann doch hier stehen. Okay. So. Bisschen hier lang. So. Bisschen tiefer. Los geht das. Und? Ja, ein guter Treffer. Den machen wir gleich nochmal und dann versuchen wir noch schnell auf die Mauer zu schießen. Zack. Jo. Ich würde behaupten, da oben steht keine Balliste mehr. Jetzt so und ein bisschen tiefer wieder. Dass wir die Mauer da schon mal leer fegen, bevor der Belagerungsturm rangeht. Keine Ahnung, wo der Belagerungsturm hingeht, sehe ich gerade. Das fand ich so schön, der Treffer, ne? Ne? Ach, da steht nur ein Typ drauf? Lol. So, ein bisschen höher zielen. So, neuer Versuch. Umschauen, okay. Wir haben die Mauer ein bisschen kleiner gemacht, sozusagen. Die Zinn ein bisschen kleiner gemacht. Mal ein kleines bisschen höher und nach rechts. Bitte nicht meinen eigenen Turm treffen hier. Belagerungsturm. Jo, da waren ein paar schöne Treffer dabei. Na gut. Ich würde sagen, viel Spaß. Macht das hier mal alleine. Halt, so und so. Bogenschützen, ihr kommt mal da hin. Gebt uns mal ein bisschen Feuerschutz. Falls da noch was sein sollte an Gegnern. Der Belagerungsturm geht nämlich doch dahin, wo ich gerne hätte. Jetzt gucken wir mal, ob er vielleicht bei dieser Karte hier doch nicht den Pathfinding-Bug drin hat. Doch hat er. Blöd. Sehr blöd. Männer, folgt mir. Ah! Naja, wenigstens einer. Schade, wirklich schade. Ich hatte auch einen neuen Zuschauer letztens in den Kommentaren zu stehen gehabt bezüglich, dass das halt echt kacke ist mit den Belagerungen. Muss ich ihm recht geben. Aber wir hatten ja selber schon gesehen, bei einigen Karten hat das ja doch funktioniert. Ich komme nicht durch hier mit den Schlägen. Ja, meine Leute kommen übrigens auch nicht durch. Das ist jetzt natürlich, das wird tödlich enden für mich. Weiß ich jetzt schon. Aber ich sehe gerade, alle drei Leitern sind besetzt. Na, ja, jetzt Schnetzel, Schnetzel. Der versucht sich, mich zu konzentrieren auf den, der rechts neben mir hochkommt. Und schon gewinnen wir Land hier. Hast du gedacht, wa? Was? Moment mal. Hallo? Da war irgendwie die Hitbox ein bisschen verschoben. Aber wir gewinnen Land hier. Die Männer folgen mir. Das ist sehr gut. Upsala. Das ist aber sehr gefährlich mit unserem einen Katapult da hinten in der Ecke. So. Und jetzt ab auf den Turmruf da. Ist hier noch irgendwas Feindliches? Nee. Männer, kommt hier hin. Ah! Das war unser Katapult, was uns da erledigt hat. Das habe ich doch gehört, habe ich das. So, Bogenschützen hier hin. Denn wir können uns jetzt versuchen, nützlich zu machen an der Ecke hier. Oh, das war daneben auf jeden Fall. Ich sehe nichts. Moment. Der da. Zack. Oder auch nicht. Ich habe zwar nichts gesehen, aber ich habe ihn getroffen. So, dann jetzt hier drüben. Da steht gar nichts mehr dran, wie ich gerade sehe. Okay. Da sind noch ein paar. Oh, der hing auf jeden Fall daneben. Der hing ins Tor. Der ist schön daneben gegangen. Dann probieren wir die da oben. Jawohl. Wo sind meine Bogenschützen? Wegfragen darf. Ich höre neben mir Schüsse. Ich glaube, meine Bogenschützen sind angekommen. Muss ich mal Lucky Cookie machen? Nö. Kommt doch mal her hier, Leute. Achso, und die anderen dürfen natürlich mal chargen. So, aber das Mauersegment hier haben wir leer geräumt. Boah, was macht er denn da hinten? Ich habe doch extra meine Bogenschützen abgezogen. Das macht wieder die KI und einen Scheiß hier. Bis wohin kann man hier schwenken? Nur bis dahin, schade. Das hätte man nämlich frecherweise sagen können. Dass man versucht... Oh, falsch gedrückt. Dass man versucht, die andere Balliste mit der einen Balliste fertig zu machen. Und guck mal, was ich da sehe. Selbst die Leitern werden mittlerweile auch benutzt. Und die Karte hatten wir jetzt schon ein paar Mal, ne? Exakt dieselbe Karte hier. Also, es ist teilweise gefixt. Es ist teilweise gefixt. Immerhin etwas.
Meine Gruppe null Verluste. Oh, okay. Das ist gut. Slatka ist gestorben. Das war eine von unseren Sturgiern. Ich kann leider nicht gucken, wer sie war. Eieieiei. Ich habe 11 Leute getötet. Wie habe ich das geschafft? Moment. Verbleibend? Getötet. Dann hat mir die Schadensmeldung gefehlt. Aufgestiegen von uns ist keiner. Schade. Ich habe das Gefühl, dass die doch stehen geblieben sind, meine Leute. Jo, Asta freut sich. Finde ich gut. Jetzt sind wir dabei plus 7. Und wir können nochmal Gefangene nehmen, die sich aber nicht lohnen, finde ich. Die zwei können aufsteigen, weil wir ja die Schlachtrösser bekommen haben. Naja, ich meine, hier nimmst du den noch mit. Den einen können wir ja noch und dann passt das schon. Ausrüstungsmäßig, weil, ja gut, okay, das hat sich jetzt schon erledigt. Natürlich kriegst du weniger Loot, wenn du dich nicht der Armee angeschlossen hast, ne? So, Kranirok wurde zurückerobert. Dementsprechend hat sich doch jetzt unser Kriegsstand ein wenig verbessert. Momentan sieht es so aus, dass wir 1370 Tribut erhalten würden. Mit Batania. Siehst du, ich wollte mal gucken, Batania. Der Timer geht irgendwie nicht runter hier, habe ich das Gefühl. Ach, die haben immer noch Krieg privat mit meinem verbündeten Clan. Alles klar. So, wir haben 2 Gefangene. Stärkemäßig sieht es nicht so gut aus. Zugefügte Opfer leider auch nicht. Erfolgreiche Belagerung sind wir im Plus. Erfolgreiche Überfälle auch. Noch ist keine große Wende zu sehen, ne? Jetzt gehen wir mal nach Omor. Hätte ich mal die Gefangenen verhökern. 38 Verteidiger, dein Ernst? Du hast 600-700 Mann da in der Truppe. Ganz ehrlich, da würde ich sogar ein bisschen was von Verwundeten einfach mal reinschmeißen. Die können ja dann direkt dort vor Ort sich heilen und gleichzeitig als Garnison stehen. Jetzt geht es natürlich um die Zuordnung für Kranirok. Roland soll es werden. Ich muss immer Einflusspunkte dafür geben. Ich finde das so blöd, ne? 20 Einflusspunkte, die muss man erstmal wieder ranholen, ne? Aber wir haben ja eigentlich einen Plus, ne? Nee, ich mische mich da nicht ein. Ansonsten ist nämlich er hier sauer auf mich. Da habe ich eine Beziehung von 3 und der König Beziehung von 7. Roland wiederum 5. Ah. Nee, ich lasse das mal. Macht ihr das mal unter euch aus. Bevor ich den Beziehungsmalus bekomme. So. Gefangener 1, denn es wurde einer freigelassen, wie ich gerade sehe, nach der Schlacht. Okay. So, trotzdem weiter nach Omor. Ein bisschen die Lage checken und ein bisschen Gefangene wieder verkaufen. So, alles, was nicht sturgisch ist, geht raus. Auch die Vlandianer. Denn wir führen ja gerade Krieg gegen Vlandianer. Batania überlege ich mir noch, die lasse ich erstmal drinne. Weil die könnten wir auch für die Garnison theoretisch ranholen. Obwohl die Garnison, die frisst gerade so viel weg. Ich verkaufe die jetzt erstmal, die Batania. Du bist flandianisch. So, sturgischer Speerträger, der normale, der geht raus. Das ist wieder bloß diese blöde Milizeinheit. Batanischer Held, okay, den werde ich mal behalten. Das sind die einzelnen Batanier, die ich behalten werde. Die später zu Fianz gemacht werden können. So, der geht raus, der geht raus. Der geht raus, der geht raus. Die 15 Mann gehen raus. Der geht noch raus. Haben wir erstmal 5000 dazu verdient. Da klingelt auch schon mein Timer. Das ist ja erschreckend. Ja. Aber gut, dann werde ich mal die Zeit nutzen, dass ich mal offscreen wieder ein bisschen zu Hause bleibe und schmiede. Einschmelzen und schmieden. Ein bisschen Geld wieder ranholen und hoffentlich endlich mal unsere Frau schwängern. Das wäre schon mal ganz nice, wäre das. Und die Garnison werde ich wieder umstellen. Dass ich halt hiervon den Großteil wieder an die Garnison gebe. Unsere schwere Infanterie und eventuell noch Schützen, obwohl Schützen haben wir relativ wenig selber da. Gut selber da, so. Aber dann werde ich halt wieder Rekruten ranholen. Das können wir dann gemeinsam machen. Dann gehen wir gemeinsam rekrutieren und wenn wir die gleich wieder aufwerten. 91er Moral immer noch sehr schön. Dann müssen wir halt bloß immer wieder mal noch irgendwelche Plünderer oder so angreifen. Ja, aber wie gesagt, das mache ich dann gleich erstmal alles schon offscreen. Vielleicht machen wir auch mal seit langem mal wieder eine Quest-Info hier, wenn wir eine hätten.
Hier haben wir auch wieder keine. Das Einzige, was er mir anzeigt hier, ist eigentlich nur die Quest von unserem Bruder, die nicht weitergeht bei mir, weil ich habe halt noch die Deutschmod drin. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile schon in der Vanilla-Version drin ist, aber egal. Ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, schaut einfach morgen wieder rein. Ciao!